Ich finde, wenn hier überhaupt was geändert werden sollte oder was verbessert werden sollte, dann sollte das in allererster Linie das Audio sein, weil das gerade irgendwie im Moment, oder was heißt im Moment, ist eigentlich schon immer irgendwie so. Jo, moin moin Freunde und herzlich willkommen zu Versuch Nummer 4. Ich hatte ja, was heißt das, ich hatte ja im letzten Video reichlich gemeckert und war damit auch noch nicht so ganz am Ende. Mir ist noch was eingefallen, was ich eigentlich noch hätte sagen sollen oder können. Wird jetzt, beruhigt euch, wird jetzt kein Meckervideo in dem Sinne, also vielmehr so Ideen, die ich so vielleicht hätte, die eventuell sinnvoll wären, aber das sind nur so meine Gedanken. Aber als erstes nochmal kurz einmal Worte zu Mr. Clean und seinem Wunsch, das Spiel schwieriger zu machen. Weiß ich eigentlich gar nicht, was genau er damit meint, wie das aussehen soll oder so. Was mir dazu einfällt, ist, dass er ja, wenn er es schwieriger haben möchte, selbst nur mit als Hatchling reingehen kann und mit der Axt halt Leute totschlagen. Aber selbst das hat, hat Kollege Pestilli ja schon zur Meisterschaft gebracht. Also ich weiß nicht, was er genau damit meint und, oh, Zucker. Was ich dabei noch sehe, wenn das Spiel schwieriger, noch schwerer werden sollte, dass da wieder mehr gecheatet wird oder dann noch mehr gecheatet wird. So, bis jetzt sieht's gut aus. Ich habe meine ersten Gedanken geäußert, wurde vorher schon 3 Spiele gespielt, wurde abgeknallt und jedes Mal fange ich wieder an, praktisch dasselbe zu erzählen. Aber was will man machen? So, schön, dass ich meine Lampe vergessen habe. So. Scheint keiner hier zu sein. So, ein anderes Thema. Ui, gut. Ein anderes Thema, was man vielleicht machen könnte, wäre, was mir besonders aufgefallen ist, als ich die Bitcoin-Farm auf Stufe 3 gebracht habe, da hatte ich ja wieder mal übersehen, dass ich dafür auch diese Solarstation brauche. Hatte vorher natürlich schon alle Teile gekauft für die Bitcoin-Farm. Lief doch gerade einer. Okay. Na, ich erzähle einfach mal weiter. Hatte ich schon, wie gesagt, alle Teile gekauft, um die Bitcoin-Farm abzugraden und habe dann gesehen, oh, Solarstation wird ja noch benötigt. Also habe ich mir dann auch noch die Teile für die Solarstation gekauft. Und ja, die dann gebaut sozusagen. Aber es dauert ja auch ewig, ehe die fertig ist. Und bis dahin lagen halt die ganzen Bauteile für die Bitcoin-Farm in meinem Stash. Und das war nicht wenig. Das waren, glaube ich, 25 Kühler für den PC, also die PC-Lüfter und was war es noch? 10 Motoren. Ich glaube 15 Silikonschläuche und
10 Druckmesser. Ich glaube, die Zahlen stimmen soweit. Auf jeden Fall waren es, habe ich mal gezählt, so 90 Lagerplätze, also 90 kleine Fächer im Stash, die da belegt wurden. Meine Idee wäre es eigentlich, fände ich es nicht schlecht, wenn man diese Teile gleich verbauen könnte. Also praktisch jetzt generell die Teile verbauen könnte, die man hat. Obwohl man noch nicht komplett alle Teile dafür hat, um das jeweilige Gerät fertigzustellen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, dass du, sobald du einen Teil findest, dass du es einbauen kannst und erst dann, wenn du wirklich alles eingebaut hast, halt dann wirklich auf Upgrade oder Produktion gehen kannst. Das fände ich mal nicht schlecht. Würde eine Menge Platz im Stash sparen. Ist er jetzt noch da oder ist er schon wieder weg? Ich meine, ich habe die Edge of Darkness Version, also ich habe eigentlich theoretisch genug Platz, ist aber trotzdem immer voll, das scheiß Ding. Und dann frage ich mich, wie soll es bei den Leuten aussehen, die die kleine Version sich gekauft haben? Das ist ja Platzproblem hoch 4 sozusagen. Ja, dann noch eine andere Idee mit den mit der Reihenfolge der Teile, die man in den jeweiligen Produktionsstätten herstellen kann, die ist auch jedes Mal irgendwie unterschiedlich. Mal findet man zum Beispiel Gunpowder, den grünen und Skeff ganz oben, mal steht er ganz unten. Also es ist ziemlich willkürlich. Ich habe bis jetzt irgendwie noch nicht wirklich gesehen, ob da ein Sinn dahinter steckt. Fände das auch gut, wenn das eine fixe, also eine feste Ordnung hätte, dass man nicht jedes Mal blödsinnig irgendwo hinscrollt und suchen muss. Das gleiche gilt auch für die, für den Preset-Editor, und da sind auch die Anbauteile mal so geordnet, mal so geordnet. Wäre schön, wenn, wenn das auch eine feste Reihenfolge hätte. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt nicht wirklich schlimm, es ist halt einfach bloß störend manchmal. Ich glaube, der Sportsfreund ist weg. Gucken wir mal weiter raus hier. Oh, ui, hinter mir. Ui. Was meckert er wie ein Rohrspatz, Alter? Ich habe ihm noch gar nichts getan. Und jetzt haut er ab. Hauptsache mir die Knochen kaputt geschossen. So, wieder bei bester Gesundheit. Da war auch schon jemand drin. Ja, dann gehen wir mal weiter Richtung Exit, der Rucksack. Ist gut gefüllt. Dann gucke ich mir unten den Stash nochmal an. Ein bisschen Platz habe ich ja noch. Oh, hier war noch keiner drin. Lass sehen. Ja, okay. Oh, ist ja schön. Naja, naja.
Ich überlege, ob ich nochmal... Wie nennt es der Meier so schön? Fort Knox? Ob ich nochmal ins Fort Knox gucke? Werde ich erstmal die Lage checken, so wie ich das immer mache. Zumindest dann, wenn ich im Solo spiele, bin ich doch eher der vorsichtigere Typ. Wenn man in einer Gruppe spielt, ist das irgendwie... Ich weiß nicht, es ist halt wahrscheinlich ein psychologischer Faktor. Du fühlst dich irgendwie sicherer und stärker, obwohl es nicht der Fall ist. Wenn dich jemand erschießt, bist du tot und dann können deine Mates dich auch nicht mehr retten. Aber trotzdem ist es irgendwie... ein gutes Gefühl irgendwie. Es gibt dir Sicherheit. Aber ist natürlich klar, weil... 4 oder 6 oder 8 Augen sehen halt auch mehr als 2. Von daher ist das wahrscheinlich einfach so eine gute, so eine Wohlfühlsituation, wenn man nicht allein auf der Map ist. Oi. Kommt jemand? Entweder hat er mich irgendwie gesehen, weil er so verhalten jetzt ist. Erst kam er angerannt und jetzt... Oder er macht das gleiche wie ich, checkt erstmal die Situation. Da jetzt. Ach, da ist er erst gewesen. Oder? Nee. Ui, da kommt noch einer. Okay. Haben die jetzt dieses... Oh. Da macht Angst, da macht Angst. Hinhocken, du Idiot. Haben die jetzt zusammengehört oder... Hat der eine auch auf den anderen geschossen? Das habe ich jetzt irgendwie nicht kapiert. So, Rucksack weg. Der erste ist, glaube ich, jedenfalls noch... Oder einer davon war jedenfalls noch angefixt. Oder hatte er selber noch einen Partner? Fragen über Fragen. Okay. Dem habe ich den Schädel rasiert. Da liegt Nummer 1. Davon liegt Nummer 2. Lass mal kurz checken. Wollen wir uns mal ans Looten wagen. Oi. Den nehme ich doch glatt mit. Ach so, ja. Kopfhörer weg. Jetzt. Oh.
Ich hätte auch gerne seine Weste irgendwie noch mitgenommen. Und den Rest, den Helm. Oh, ich bin so aufgeregt und ich will einfach nur noch raus jetzt hier. Aber da fällt mir gerade noch die Situation mit dem Audio ein, was ich gerade wieder hatte. Ich kann es manchmal irgendwie echt, wirklich echt schlecht einschätzen, wie nah der Gegner schon ist. Und was manchmal noch viel, viel krasser ist, kann ich irgendwie nicht beurteilen, ob er nun vor mir oder hinter mir ist. Also das Audio, muss ich sagen, gibt mir auch schon wieder Anlass zur Meckerei. Ruhe auf Roadblock können wir mal versuchen. Also ich finde, wenn hier überhaupt erst was geändert werden sollte oder was verbessert werden sollte, dann sollte das in allererster Linie das Audio sein, weil das gerade irgendwie im Moment, oder was heißt im Moment, ist eigentlich schon immer irgendwie so, was mich so ein bisschen stört, ja, das ist, wo ich das irgendwie schlecht einschätzen kann. Das erste Mal Bekanntschaft in Dorms gemacht, wo ich oben ein Skeff, okay, dann lass mal Ruhe, wo ich in Dorms oben auf der dritten Etage war oder so, habe ich unter mir jemanden gehört, also direkt unter mir in den Räumen, wie er Türen aufmacht, aufschließt und so weiter. Aber ich habe nicht gehört, wie er die Treppen hochgekommen ist. Ich dachte, er kommt die Treppen hoch, habe um die Ecke geguckt, aber nein, er war schon oben sozusagen. Also man hört in den Dorms den Gegner erst, wenn er direkt auf der Etage ist, also nicht, wenn er die Treppen hochkommt. Und das finde ich irgendwie, das kann überhaupt nicht, das geht nicht, das darf überhaupt gar nicht sein. Und das ist generell mit den Räumen so, ich kann das sozusagen dann aufgrund dieser Erfahrung generell schlecht einschätzen, wer jetzt wo ist oder so. Das habe ich in anderen Spielen, man möge es mir verzeihen, diesen Frevel, aber das habe ich in anderen Spielen schon viel, viel besser gesehen oder gehört in dem Fall. So, Ausdauer regenerieren. Das Audio ist echt der größte Knackpunkt für mich hier überhaupt. Ich werde vielleicht auch noch eine Weile hier in dem Gebüsch hocken, weil ich jetzt auf die letzten Meter nicht noch irgendwo abgeknallt werden möchte. Ich hätte schon den Loot, hätte ich schon gern mit rausgenommen. Man will ja nicht, dass die zwei umsonst gestorben sind. Ich hätte eigentlich den LCSH-Helm eintauschen können gegen den Ulach, den der eine noch hatte. Aber jetzt laufe ich nicht mehr zurück. Es ist manchmal so, manchmal bin ich so blöd oder so. Also es ist, oder so ungeübt, möchte ich mal sagen, beim Looten. Oh, der Gute hieß aus der Traum. Ja, sein Name ist für ihn Realität geworden. Ich glaube fast, er meint es im anderen Sinn. Er hätte mich gern erschossen und dann hätte ich gelesen, aus der Traum. Aber so war es halt leider nicht. Gut, aber egal was passiert. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Es heißt ja auch, alle guten Dinge sind drei, aber bei mir sind es jetzt vier Anläufe gebraucht, um das Video jetzt hoffentlich fertig schneiden zu können, und ja, ich kann es jetzt fertig schneiden. Selbst wenn mich jetzt jemand noch erschießen sollte, habe ich, wie gesagt, alles gesagt und getan, was gesagt und getan werden sollte und konnte. Ich bin schon wieder komplett aus der Puste. So packe ich mich mal hierher. Wieso funktioniert jetzt scheinbar der Ruhr-auf-Rot-Block und bei mir nicht? So, Dehydration tritt ein und alles Mögliche an mir, hängt schon wieder an mir. Die Seuche, ich muss hier raus. Aber gleich haben wir es ja geschafft. Oh, aua, alter Schwede, schießt.
Alter, ist er behindert? Da schießt doch noch einer. Wo war er denn? Ich habe keinen Bock. Ich bin gleich raus. Der kann mich am Arsch lecken. An meinem blutgeschwängerten Arsch. So, ja, geschafft. 4500 Punkte. Gut Loot mit rausgenommen. Alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich danke euch fürs Anschauen und bis bald. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Tschüssi.